Hallo, hallo, ihr lieben Bastler. So, jetzt haben wir da mal ganz kurz ein klein wenig einrichten. So, jetzt soll es aber so in etwa hinhauen da bei uns. Ihr Lieben. So, da la. Also, dann schauen wir mal. Boah, im Chat ist ja die Hölle los heute. Da geht es gerade so tschak, 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 tschak. Hallo, ihr Lieben. Super. Okay, ich scheine also im Bild zu sein. Auf meinem Tablet tut sich noch nicht viel, aber das kommt jetzt gerade. Dafür haben wir voll Tonheit. Herrlich. Okay, schön. Gut, also, die ersten kleinen Pannen haben wir jetzt schon hinter uns. Dann kann es ja nur noch besser werden. Gut, ihr Lieben, schön. Volle viele Zuseher sind schon da. Ich bin ja ganz begeistert. Hallo, hallo, hallo in die Runde. Ah, mega. Okay, als erstes, wie üblich, die Frage: Bild und Ton, alles gut? Oder haben wir irgendwelche Schwierigkeiten? Schön. Oh, schön. So viele bekannte Namen. Oh, die Bianca ist in die Haus. Wie schön. Hallo, Bianca. Ist total spannend. Beim Chat geht's rund. Hey, aber totaler Gaudi. Was ist denn los heute, Mädels? Alle sind sich ganz aktiv beim Tipseln, wie nett. Super. Mega, 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 mega. Okay, ihr Lieben. Also, wir basteln heute total eine schöne Geschichte, und zwar eine Verpackung. Und diese Verpackung habe ich eben gesehen bei der Bianca. Deshalb freut es mich so, dass die Bianca auch im Haus ist. Und Astel freut mit wunderschönen Karo-Papier. Der Ton ist komisch. Ist bei alle der Ton komisch? Ich habe viele Daumen hoch gehabt mit alles bestens. Katze. Ja, falls mit dem Basteln nichts wird, plaudern wir halt einfach mal, wie nett. Ihr seid so herzig. Tolle Sache, das Online. Ton ist super. Okay, Ton ist gut. Bah, bin ich aber froh. Dann liegt es nicht an mir. Okay. Gut. Super Ton. Perfekt. Dann bin ich zufrieden. Okay. Schön. Gut. Manchmal ist es nämlich wirklich ganz, ganz, ganz nervig mit dem Ton und ich weiß nicht, an was es liegt, weil ich das immer wieder merke, auch bei den Videos, die ich aufzeichne, da verwende ich auch oft die iPods, Earpods, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, von Apple halt, die kleinen Geschichteln da, die extra gekauft hat, damit ihr mich besser versteht. Ist ja nicht so, nicht? Habe ich mir gedacht, ja, okay, dann nehme ich mal die Dinger, weil dann müsste es doch eigentlich gut funktionieren. Habe ich noch extra nachgefragt im Fachgeschäft meiner Wahl, ob dann das für YouTube-Videos gut geht. Ja, geht super, geht bestens. Und jetzt geht es mir total oft so, dass der Ton total bescheiden ist und ich mir denke, ich verstehe das nicht. Warum geht jetzt da der Ton nicht gut? Ich kapiere es nicht. Also ich bin jetzt noch nicht drauf gekommen, warum manchmal der Ton lauter und leiser wird. Keine Ahnung. Wie auch immer, das sind so die YouTuber-Problemchen, sage ich jetzt einmal, aber mit denen kann man mir doch auch noch schlagen. Okay, schön. Ja, wir basteln heute mit den Karos. Und jetzt glaube ich, sage ich euch zuerst einmal, was wir basteln, oder? Okay, und zwar hat die Bianca in einem ihrer letzten, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ob es ein Video war oder ob es kein Video war. Ich glaube, es war schon ein Video. Die Bianca macht immer total schöne, schnelle Videos. Und da hat sie uns gebastelt, dieses Zuckerl mit dem selbstverschließenden Verschluss. Nett, oder? Selbstverschließender Verschluss. Ist eigentlich selbsterklärend, aber ihr wisst, was ich meine. Also, und die Zuckerl, die habe ich so herzig gefunden. Ich meine, ich kenne die Zuckerl, wenn man sie mit zwei Banteln zubinden muss, was ich immer eher mühsam finde, wenn man das machen muss. Aber eben so, wie es die Bianca gemacht hat, mit dem, dass sich die so von selber da so verschließen, das habe ich einfach vorher noch nicht gesehen. Und das finde ich total mega. Also, finde ich voll, voll super. Also, Bianca, an dieser Stelle nochmal. Mega! Wirklich total lässig. Und ja,
Ich habe das Zuckerl eben nachgebastelt von der Bianca, habe es ein klein wenig von der Größe auf meinen Gusto angepasst. Ja? Und heute möchte ich mit Ihnen zum einen genau diese Größe machen, weil ich finde, die ist gerade so total fein für die Größe von so einem Raffaello. Das passt da ganz super rein. Und ich möchte Ihnen aber auch gern zeigen, wie man es größer rechnet, wie man es länger rechnet, so dass man diese Art von Verpackung ganz, ganz leicht und ganz wunderbar abwandeln kann. Weil das finde ich immer total mega wichtig. Ich finde, es gibt immer ganz, ganz nette Verpackungen, aber immer in so fixen Größen. Und ich finde, fixe Größen sind total fad, weil wenn ich jetzt hier zufällig genau das gleiche zum Verpacken habe, wie der, der mir zeigt, wie das geht, dann habe ich schon ein Problem. Oder? Und von daher, wie wissen, wie kann ich das Ding dann auch größer rechnen oder vielleicht auch mal kleiner rechnen? Von daher werden wir uns das ganz genau anschauen, wie das Ding eigentlich funktioniert. Okidoki. Jetzt basteln wir es aber zuerst einmal im Original. Und dazu verwende ich heute dieses Karo-Papier. Und ich habe mir auch schon eins ausgeguckt. Ich finde das mega, das Karo-Papier. Ich finde, das schaut echt total knuffig aus. Das gefällt mir einfach total. Super geeignet, auch finde ich für Männerkarten, aber auch für Mädels, bitte ganz schön. Und ich finde ja gerade auch das Blau total mega. Das Einzige, was bei dem Karo-Papier vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist, ist, dass die Rückseite nicht immer so unbedingt zur Vorderseite passt. Also wenn ich zum Beispiel das nehme und ich habe dann auf der Rückseite das, finde ich das ein bisschen schräg. Und wenn man sich jetzt denkt, dass aber dieser Teil dann da rausschaut, dann weiß ich jetzt nicht, wie schick das ist. Gell? Also auf das habe ich jetzt übrigens bei meiner Wahl des Papiers noch nicht geachtet. Oh, die Gundula ist gerade gekommen. Es hat geklappt mit der Anmeldung. Woo! Mega! Gundula, willkommen bei den Wunderweltmädels. Yippie! Wie cool ist denn das? Die Gundula Grip ist seit gerade eben ein Wunderweltmädel. Yeah! Woo! Wie mega! Wie mega ist denn das? Wie cool! Meine Güte, und das ist die Frage beim Live-Video. Wie lässig! Herzlich willkommen, Gundula. Wir werden uns danach noch hören. Ich werde Sie danach noch gleich in unsere Facebook, in unsere WhatsApp-Gruppe reingeben und. Da werden aber die Mädels eine Gaudi haben. Ich auch. Ah, cool. Ich finde das mega. War eine mega Entscheidung. Ja, ist ganz lustig, weil heute ist ja der Tag der Tage. Ne? Heute macht ja Anmelden total viel Sinn. Und da haben die Gundula und ich kurz, heute Nachmittag kurz mal Kontakt gehabt und haben gesagt, eigentlich verliert man nichts, oder? Man kann nur gewinnen, wenn man als Wunderweltmädel beginnt. Man kommt in total eine lässige Gruppe, es ist total ein netter Zusammenhalt. Es habt zwar mich an der Backe, aber gibt vielleicht Schlimmeres, als wir mich an der Backe haben. Schön. So, ich sage jetzt da gerade noch ganz geschwind ein Papier, wo ich jetzt Rückseite und Vorderseite nett finde miteinander. In der Tat gar nicht so einfach. Ach, ich nehme das. Das finde ich jetzt ist ganz okay miteinander, oder? Das wäre eigentlich meine erste Wahl gewesen. Das ging aber auch. Ah, ich bleibe bei meiner ersten Wahl. Okay, schön. Gut, so. Eigentlich ist ja das mit dem Papier so wichtig, aber ist ja wurscht. Gut. Also, ihr Lieben, ich bitte darum, dass sich jeder jetzt ein Designerpapier nimmt, seiner Wahl, mit in etwa 6x6 Größe. Wir schneiden es aber ein kleines bisschen zu. Ach, die Gundula, wenn nicht. Sie findet mich nicht schlimm an der Backe. Na, da bin ich aber froh. Herrlich. Das ist nett. Das ist lieb. Ich habe totale Freiheit. So, jetzt habt ihr mal live und in Natura mitgekriegt, wie ich mich freue, wenn ich ein neues Wunderweltmädel kriege. Ist das nett. Jutta sagt gerade, doch, die Farbwahl ist immer wichtig. Ja, grundsätzlich ja, aber zum Vorzeigen ist das vielleicht nicht ganz so wichtig. Mensch, die Rückseite ist aber auch nett, oder? Was nehme ich denn jetzt? Okay, ich entscheide mich noch. Gut, also hat jeder, der mitbastelt, sein Papier vor sich liegen? Einmal ein paar Daumen hoch, bitte. Heiß, das muss heiß. Gundula, das muss heiß. Ah, schön. Die bunte. Okay, nimm die bunte. Gut. Okay. Okay, viele Ja's sind gut. Gut, wir lassen uns die 6 Inch Länge, die werden wir als Ganzes nehmen,
Aber wir kürzen uns das Papier ein bisschen ein. Wer das Ganze jetzt aus einem 12x12 Bogen rausschneidet, den 12x12 Bogen bitte einfach einkürzen auf 6 Inch oder 15,2 cm. Ergibt dasselbe. Könnt auch 15 cm runterschneiden, ist nicht so tragisch. Und dann kürzen wir uns das Ganze ein auf 11,5 cm. Also die Länge von dem 6x6 und wir kürzen auf 11,5. Welche Seite vom Papier ist außen? Die Seite, die zu Ihnen schaut, Karin. Also wenn Sie möchten, dass die Seite außen ist, dann lassen Sie die Seite oben liegen. Und wenn Sie möchten, dass diese Seite außen ist, und bei außen nenne ich jetzt die Seite, gell? Das ist für mich außen und das, was da sichtbar ist, ist für mich innen. Also wenn Sie diese Seite außen haben wollen, dann müsste die zu Ihnen schauen. Gut. Wir nehmen jetzt einmal die bunte außen. Okay. Dann beginnen wir zu falzen. Und normalerweise ist es so, oh Sigrid, das macht nichts. Wir haben noch nicht viel gemacht. Wir haben nur ein 6x6 Inch Papier zugeschnitten auf 11,5 cm in der Länge und haben die ganze 6 Inch Länge lassen. Also wenn Sie ein Papier vor sich liegen haben, dann kürzen Sie es ein auf 11,5 und dann sind Sie schon live dabei. Alles gut. Noch nichts passiert. Okay, gut. Also, jetzt werden wir uns das Ganze falzen und zwar bei 3,5 cm. Das kann man jetzt ganz wunderbar mit dem Papierschneider machen. Dann drehen wir das Ganze um 180 Grad und falzen auch auf der rechten Seite wieder bei 3,5. Also praktisch von beiden Außenseiten nach innen messen wir die 3,5 cm und machen uns eine Falzlinie. Oh, liegt alles im Schrank, Sigrid. Dann schauen Sie jetzt in Ruhe zu und basteln es nachher. Geht ja auch. Kein Problem. Okay, gut. Wenn wir die zwei Falzlinien haben, dann drehen wir es uns um 90 Grad. Und jetzt machen wir wieder alle 3,5 cm eine Falzlinie. Also bei 3,5 die erste. Die nächste machen wir bei 7. Die nächste machen wir bei 10,5. Und die letzte machen wir bei 14 cm. Und ihr seht schon, das ist genau das, warum ich vorher gesagt habe, es spielt jetzt keine Rolle, ob das Papier 6 Inch hat oder 15 cm, ist ganz egal, beides passt, weil der letzte Rest, der da überbleibt, das ist nur unsere Klebelasche. Und ob die Klebelasche jetzt 1,2 cm lang ist oder genau einen Zentimeter, spielt gar keine Rolle. Also, falzen bei 3,5, bei 7 cm, bei 10,5 und bei 14 cm. Gut, wenn das jeder hat, bitte einmal eine Runde Daumen hoch. Papierschneider hat dann übrigens aufs Erste jetzt einmal ausgedient. Okay. Sehr cool. Gut, sieht man schon viele Daumen. Dann knicken wir uns einmal unsere ganzen Falzlinien durch. Also einmal die von der Seite und einmal die Viere, die man in der Länge gemacht hat. Kratzen sie, ich finde den Daumen nicht. Dann schreiben sie einfach ja. Ja, ist auch gut. Verstehe ich auch. Okay. Also, alles einmal durchgeknickt. Okay, geht auch, genau. Dann ist gut. Und wenn alles durchgeknickt ist, dann nehmen wir unser doppelseitiges Klebeband. Bei dem einfach das Klebeband von der einen Seite bis ganz rüber zum Ende der anderen Seite. So. Heute basteln viele mit, ja, das stimmt, das finde ich super, Berg. Total nett, ich freue mich da riesig. Dann ziehen wir das Schutzband ab und dann können wir bei der zweiten Linie, also bei der zweiten Falzlinie, einfach noch rüberklappen und
zusammendrücken. Und dann haben wir das ganz perfekt. Haben wir ein perfektes Quadrat sozusagen. Ja? Ganz optimal. Okay. Ah, beim Siedchen ist heute Klebeband gekommen. Das ist aber fein. Gutes Klebeband ist immer wichtig beim Basteln. Gut. Ach, die Verena schreibt gerade irgendwas von Stempel auseinanderschneiden. Ich kann ja das nicht, Verena, gell? Also ich kann keine Stempel auseinanderschneiden. Ich kann das einfach gar nicht. Das ist, als würde ich meinen Finger abschneiden. Also für mich geht das nicht. Aber ich weiß, dass einige Stempel direkt auseinanderschneiden, wenn sie die gern getrennt haben wollen. Das geht natürlich. Klar. Funktionieren dann trotzdem. Ah, okay. Oh, die Rita ist auch gerade gekommen. Wie schön. Zitren schreibt, sie macht es auch und geht gut. Ja, ich weiß, manche machen das. Ah, okay. Bei der Gundula stimmt irgendwas nicht? Was stimmt nicht, Gundula? Sollte eigentlich genau passen. Haben Sie alle 3,5 cm gefalzt? Manchmal vertut man sich da. Okay, ihr Lieben, gut, wir schauen jetzt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Und ich habe ja auf meinem Blog geschrieben, wir brauchen jetzt Stanzen, ne? Und zwar geht jetzt entweder ganz, ganz super die aus dem Weihnachtsset hast. In meinem Blog habe ich es noch geschrieben, wie heißt denn das Ding jetzt? Stanzenset, Zierde, irgendwas, oder? Wer weiß zufällig auswendig? Ich glaube, die Stephanie Böhm ist so eine, die das auch eventuell auswendig weiß, wer die Dinger da hassen. Christbaumzirde. Siehst du, die Bianca ist noch da, die weiß das natürlich. Also, Christbaumzirde geht natürlich total gut, da gehen beide gut, ganz egal was für eine. Aber ich habe, wie ich das erste Mal nachgebastelt habe von der Bianca, weil die Bianca hat Christbaumzirde genommen. Und wie ich das erste Mal nachgebastelt habe, habe ich natürlich Christbaumzirde daheim gehabt. Ich habe es aber nachgebastelt bei mir im Geschäft und dementsprechend habe ich nach Alternativen gesucht. Und siehe da, es gibt viele Alternativen. Also ich habe einmal ganz spontan bei mir im Geschäft gleich zwei Alternativen gefunden. Und zwar zum einen geht auch der Weihnachtsbaum gut, weil der auch da vorne eben die Stanze hat. Der ginge super und ich habe es aber gemacht, was ganz, 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 ganz mega gut geht, ist die, hast du Dauerblüher? Irgendwie so, glaube ich, oder? Ich glaube, die hast Dauerblüher, oder? Mit den drei Blümchen-Dinger. Die geht super. Also die geht ganz, ganz mega für den Job. Bin ich drauf gekommen. Okay. Also die, finde ich, die passt wirklich ganz, ganz gut. Die kann man super verwenden. Bild hängt, Ton hängt. Ihr seid's meine. Verbindung ist weg. Ernsthaft? Ist weg. Bei mir ist aber alles gut. Jetzt geht es wieder. Na, zum Glück. Also bei mir ist eigentlich alles im grünen Bereich. Also ich habe vollen Empfang, bei mir läuft alles gut, ich sehe mich gut. Bild und Ton, okay. Oh, da bin ich aber jetzt schon froh. Okay, gut. Also es sollte wirklich gut, also von meiner Seite sollte wirklich alles gut gehen. Das ist unsere Aura, nice Sets, meine. Okay, schön. Ich mache es jetzt mit der Christbaumzirde, wie es die Bianca vorgeschlagen hat. Wie gesagt, das geht auch ganz spitze, aber ich habe da mein Grußteil auch mit dem gemacht. Und da sieht man, dass man ruhig auch einmal mit einer anderen Stanze ein ganz hitziges Etikett machen kann. Und das möchte ich auch gerne sagen. Und deshalb bleibe ich jetzt bei dieser Christbaumzirde, weil ich nebenbei finde, dass das ein ganz bärig Stanzenset ist. Die kommen ja zu zweit und das finde ich total mega. Mit der langen Kugel und der ein bisschen bauchigeren Kugel. Und man kann eben die lange auch für den Job verwenden, aber heute mache ich es mit der kleinen. Gut, jetzt ist also unsere Aufgabe, dass wir überall da, wo dieser Knick ist, da werden wir mit dem kleinen Teil der Stanze uns da eine kleine Öffnung ausstanzen.
Und das geht einfach am besten so, dass man sich eben diesen Knick gut anschaut, in die Stanze reinfährt und dann hat jetzt die Stanze dankenswerterweise da so einen Steg. Ich glaube, das sieht man gut, gell? Und wenn der Steg, das sieht man dann ganz schön, ob der da die Verlängerung bildet von Linie. Und wenn der das macht, ist wunderbar. Und ich habe es immer so weit reingeschoben, dass da das Ende von dem Papier auch da das Ende ist von der Kugel. So. Und das hat bei mir total super gut funktioniert. Und genauso werde ich das mir beibehalten und stanze das Ding jetzt raus. Und das machen wir oben und unten bei dieser Falzrille. Also auch da unten, weil ich das ganz gleich machen. Ich schaue, wo die Falzrille die Verlängerung bildet von dieser Kante und stanzt das Ding raus. Und das ganz gleiche macht man natürlich gegenüber auch. Also auch da holen wir uns das rein und stanzen das Ding raus. Oben und unten wieder. Also das geht ganz mega, gell? Ich habe da jetzt echt total viel gemacht von den Verpackungen. Es geht total gut. Die Bianca schreibt gerade, man kann den Verschluss auch ohne Stanzen machen. Aber es schaut halt besser aus mit Stanzöffnung. Fein, gut zu wissen. Ich habe mir das eh auch schon gedacht, Bianca, ob das eigentlich sein muss, dass man das macht. Ich war mir nicht ganz sicher. Habe es aber nicht ausprobiert bis dato. Aber es ist eigentlich klar, dass das mit auch funktioniert. Also mit ohne Stanzen. Auch geben wir es. Gut, wir machen es jetzt auf jeden Fall einmal mit Stanzen, weil dann sehen das die Mädels, wie gut das geht. Und wer jetzt keine Stanze hat, lasst den Schritt einfach aus. Ist doch auch okay. Ist auch eine gute Variante. Gut zu wissen. Danke, Bianca. Siehst du, geht's mal. Ich habe das ganz stoisch nachgebastelt. Und schon. Aber fein, das werde ich dann bei meinem Samstagsvideo, werde ich das dann einbauen. Und werde eine Variante zeigen ohne diese Öffnungen. Dann kann man sich gut aussuchen. Wo ist denn die nächste Naht? Die nächste Naht ist immer da, wo wir die beiden Falzlinien gezogen haben. Also wir machen praktisch oben und unten diese Stanzöffnung. Dann quetschen wir das ganze Ding andersrum zusammen und machen auch da wieder oben und unten die Stanzung. Ja, Katzenmietz hat fix kleine Dreiecke reingeschnitten. Wie intelligent ist denn das bitte? Wunderbare Idee, Katzenmietz. Katzenmietz, ohne M, gell? Also, ihr seht schon, ich weiß eh, ihr seid unglaublich kreativ und erfinderisch. Also, ich finde das ja total mega, was da immer für Ideen auftauchen. Ach, die Julia hat gar keine Verbindung mehr, ist das komisch. Also, bei mir geht wirklich alles total dippidoppi. Vielleicht liegt es ein bisschen am Wetter, ich weiß es nicht. Okay, jedenfalls, wenn ihr die Öffnungen gestanzt habt oder auch nicht, bitte Daumen hoch, dass ich weiß, ich kann weitermachen. Es ist einfach so süß. Ah, siehst Prinzessin, die Bi sagt gerade, einmal aussteigen, wieder einsteigen, dann geht es meistens. Okidoki, es sind viele Daumen doch. Dann machen wir weiter. Und zwar nehmen wir uns jetzt die rechte obere Ecke und diese rechte obere Ecke biegen wir uns genau zu dieser Falzlinie her. Also ich hebe mir da immer meine Finger her, dann biege ich das Ding da runter und dann brauchen wir unbedingt Falzbein, weil das geht mit Falzbein einfach viel, viel besser. Und mit dem Falzbein streiche ich darüber und dann biege ich mir das Ganze noch einmal einfach auf die Rückseite. Also ich bin ja immer so ein nach vorne und nach hinten Bieger. Ich zeige euch das Ganze nur mal. Also wir nehmen uns die rechte Ecke. Dann haben wir ja da die Falzlinie von der Mitte, nicht, von unserem Quadrat. Also diese da. Und da biegen wir den Teil praktisch zu dieser Falzlinie her. Okay? Glatt drücken, nach hinten biegen und fertig. Und damit haben wir praktisch da die Diagonale gezogen, nicht? Mit dem Weg. Dann drehen wir uns das Ganze um und wiederholen diesen Schritt. Also rüber zur Mittelnaht sozusagen. Vorne und hinten.
einmal umdrehen. Also ich kann einfach, ich bin eine, ich kann total gut von rechts nach links falzen. Ich kann weniger gut von links nach rechts falzen, damit drehe ich mir das einfach um, weil das ja überhaupt keine Rolle spielt, nicht? Also immer macht es sich immer fein und einfach beim Basteln. Gut, und wenn wir diese Ecken alle geknickt haben, alle vier, dann drücken wir die Verpackung wieder zusammen, legen sie uns wieder hin. Jetzt gehen praktisch die Linien in die andere Richtung, nicht? Vorher waren es so Häuser und jetzt sind es V. Und jetzt machen wir dasselbe noch einmal. Also wir wiederholen dieses Spiel. Drücken uns die Linie vorne und hinten auf beiden Seiten. Knicken wir das gute Ding. Und so haben wir jetzt praktisch da oben ein X reingeknickt. Kann man das sehen? Ich hoffe, man sieht das gut, dass das ein X ist jetzt. Okay. Und das Ganze machen wir oben und unten. Wir falzen da praktisch ein X hinein. Okay, Katze mit Zuckerhaut, bitte nicht so schnell. Ich warte gerne. Die Mandy fragt gerade, was in diese Verpackung passt. In diese Verpackung passen eigentlich alles so Goodies in der Größe. Also die Raffaello passen da gut, die goldenen Kugeln passen da gut. Da kann man Küsschen reingeben. Alles, was so diese Größe in etwa hat, passt da rein. Aber wir schauen uns gleich an, auch wie man es größer oder kleiner rechnen kann. Gut. Okay. Ist für alle klar, wie man die Falzlinien macht, oder gibt es dazu noch Fragen? Chris, fertig. Yeah! Unser Hahn im Korb ist immer der Schnellchecker. Finde ich immer klasse. Der ist fertig. Sehr gut. Sehr gut. Und das mag ich. Ja, die Ute bastelt später. Alles gut, Ute. Fein, cool. Viele fertig, viele okay. Sehr gut. Stefanie Böhm, soweit wunderbar. Ah ja, die Prinzessin erzählt uns gerade, mit Fotokarton geht das nicht. Das kann ich mir gut vorstellen, weil das ist ja Designerpapier und Designerpapier ist ja wesentlich dünner als Fotokarton. Aber Versuch war es wert, auf jeden Fall. Oh, die Sonja ist fertig. Schau, schau, schau. Sehr gut. Okay. Gut, ihr Lieben. Dann schauen wir weiter. Lach Marti schreibt gerade, welche Grammatur hat denn das DSP? Ich weiß das immer auswendig nicht, Mädels. Ich schreibe euch das jetzt einmal auf meinem Blog, weil immer wieder muss ich da selber suchen. Ich schreibe euch das auf meinem Blog. Ich mache da eine Seite dazu. Und das mit dem Action, das Actionpapier reißt, hängt einfach daran, dass das, es tut mir leid, zwar billig ist, aber eine Käsequalität. Und damit reißen die Dinger natürlich. Gerade speziell bei so Verpackungen, wo sich das nur drehen muss und wo das so mitmachen muss, da braucht der Papier einfach eine gewisse Qualität. Und siehst die Prinzessin, die B schreibt auch immer, furchtbar, Action reißt immer. Das ist einfach, ich sage immer, ein Glumpert-Papier. Das funktioniert zum Verschiedenes ausprobieren, aber wenn man echt was kurz machen möchte, dann braucht man einfach ein bisschen Qualität. Probieren Sie mal Stampin' Up. Funktioniert die Bitabi? Gibt es auch immer wieder mal im Ausverkauf, wo heute gerade in der Clearance Rack, also in der Ausverkaufsecke, da ist dann auch nicht mehr da, ja. Schön, okay, ihr Lieben, jetzt machen wir aber unsere Verpackung zu. Und zwar nehmen wir jetzt alle vier Seiten und zwar am besten so in die Hand, dass wir dort zusammendrücken und da, dass wir so praktisch so zusammenquetschen mit den vier Fingern. Und dann drehen wir das Ganze im Uhrzeigersinn. Also da ein bisschen drehen und dann dreht sich das da praktisch schon auseinander. Dann kann man das da noch ein bisschen zurechtdrücken und dann springt das Teil ran. Also, ich zeige es euch nochmal. Oben so zusammenfassen, also so, dass man die vier Papierseiten praktisch so zusammendrückt mit den Fingern. Das geht ja total gut, nicht? Wenn man das so in die Hand nimmt. Und mit jedem Finger da einmal reinfahrt,
dann kann man das ja da total schön so zusammendrücken. Ich glaube, man kann das so jetzt gut erkennen, oder? Und wenn man es dann ein bisschen zur Box hindrückt, so ganz ein kleines bisschen zur Box knautscht, sozusagen, und jetzt im Uhrzeigersinn ein bisschen dreht, dann merkt man, dann spürt man praktisch, wie das Papier sich schon in die richtige Richtung neigt. Dann schaut das ungefähr so aus. Und dann kann man es da in der Mitte auseinanderdrücken und ein bisschen zur Box hindrücken. Und dann ist die Box so schön verschlossen. Bin ich echt gespannt, ob das bei euch funktioniert hat. Ich zeige das Ganze noch einmal, weil ich weiß, das ist am Anfang total verwirrend. Also, wir nehmen so in die Hand, dass rundherum ein Finger ist. Ein Daumen, ein Zeigefinger, ein Mittelfinger, ein Ringfinger. Auf die vier Seiten, okay? Dann drückt man das Ganze so zusammen, dass man die vier Finger so zusammenführen. Praktisch schließen wir so. Dann knautschen wir das da so ein bisschen rein. Das bisschen zum Mittelteil knautschen hat den Effekt, dass die Seitenteile schön auseinander bleiben, dass uns die nicht so zusammenknicken. Okay? Wenn man es da ein bisschen knautscht, geht das gut. Und dann drehen wir das Ganze ein kleines bisschen im Uhrzeigersinn. Klappt super, hat geklappt. Ja, cool. Oh, wie ich es liebe, wenn das funktioniert. Herrlich. Und dann hab's den Kartoffel fertig. So einfach geht's. Ist das nicht süß? Ich finde total süß. Schaut doch total nett aus, oder? Heute bombig. Also total genial. Liebe Bianca, an der Stelle nochmal, ich finde es mega. Ich liebe diese Verpackung. Okay, und jetzt brauchen wir da natürlich noch ein Sprüchlein drauf. Und dazu habe ich mir einen kleinen Farbkarton gewählt und das große Dankeschön aus Zauberhafte Grüße. Das ist das da. Und das Set liebe ich. Ich finde das Zauberhafte Grüße, also wie viel ich das in Gebrauch habe, das ist einfach nur spitzenmäßig. Und ich nehme dazu jetzt Mangogelb. Das stempel ich mir da einmal drauf. So. Sehr gern, sehr gern. Und dann nehme ich mal eben jetzt die Christbaumkugelstanze. Jetzt habe ich es falsch draufgegeben. Schau es verlauter, dass ich da jetzt nicht geachtet habe drauf. Jetzt habe ich es falsch drauf. Jetzt muss ich halt da unten ein Stückchen abschneiden. Und tue mich dann ein bisschen schwerer mit ausstanzen. Besser wäre gewesen, ich hätte andersrum drauf gestempelt. Jetzt muss ich halt da friemeln. Mal schauen, ob ich das da rein da friemel. Ja, geht. Geht so einigermaßen. Also ich friemel das Ding rein, bis das da so richtig schön drinnen sitzt. Und dann lassen wir es raushüpfen, das gute Ding. Und jetzt mache ich nichts anderes, als dass ich da oben, da wo jetzt da so ein bisschen die Kugel da so, die Kante da so ein bisschen reinmacht, die geht ja dann da nochmal so leicht nach oben, das schneide ich alles weg. Das heißt, ich orientiere mich da an dem tiefsten Punkt der Kugel und schneide bis zum tiefsten Punkt der Kugel da wieder rüber. Also ich schneide praktisch da so ein Stückchen weg, so ungefähr. Schaut das bei mir aus, was ich da abschneide. Und damit, finde ich, kriegt das kriegt so ein nettes Etikett, oder? Das wird so ein Tropfen-Ding. Tropfen-Ellipsen-Ding. Ich finde das total nett. Mir gefällt das voll. Ich finde das voll witzig. Jetzt schneide ich mir da gerade noch ein kleines bisschen mehr ab, weil es dann irgendwie noch netter ist. Und dann möchte ich ein Fingerschwämmchen. Jetzt brauche ich da schnell ein Fingerschwammerl. Oh Mann. Ich habe gerade kein passendes. Ich könnte an die Decke pfennen. Dann nehme ich jetzt mein Allround-Schwammerl. Und mit dem nehme ich jetzt Wassermelone, weil ich möchte gerne das Wassermelone da nochmal ein bisschen, ein ganz bisschen rundherum. Das finde ich, macht nämlich gerade noch so den letzten kleinen Wow. Dass das halt richtig schön zu dem Designerpapier passt. Finde ich gerade total nett. Also, einmal da schnell herum geinkt. Dann braucht man natürlich ein kleines Steinchen, weil ohne Glitzerflitzer geht bei mir gar nichts. Dann sitzen wir da unten drauf.
Und dann platzieren wir da hinten drauf ein, damit schnell eines reicht. Und dann müssen wir schauen, wo ist die Naht? Die Naht ist unten. Und dann setze ich mir das da so ein bisschen schräg drauf. Und dann ist das doch total bärig, oder? Wie süß ist das, oder? Ist das nicht total nett? Ich finde das total bärig. Also ich finde, das ist so, so, so nett. Das ist totaler Knaller. Total bärig, oder? Ich finde auch die Farben total cool. Ah, die Silvia schreibt gerade, sie mag diese Bonbons total und sie findet, dass die auch als Tischkarten bei zum Beispiel Taufen total gut gehen. Finde ich eine super Idee. Könnte man total schön die Namen draufschreiben. Haben sie absolut recht. Ganz, ganz pfiffig. Okay, lass uns jetzt anschauen, wie man das Ding ein bisschen rechnet, oder? Damit wir möglichst unabhängig sind. Ich liebe es, wenn wir basteln können, wie wir wollen und nicht, wie wir müssen. Und deshalb schauen wir uns das schnell an. Okay. Also ein schmieriger Schwindelzettel, aber der geht noch. Mit dem schauen wir uns das jetzt gut an. Und zwar ist das Ganze ja so, dass wir ja davon ausgehen, dass wir da so ein Papierchen haben, mit dem wir haben ja jetzt praktisch das so gemacht, dass wir da ein rechteckiges Papier gehabt haben, wo wir vier Linien gezogen haben für die Box. Also, dass wir praktisch vier Felder haben, oder? Das sind praktisch unsere Seitenteile. Und einmal eine Quelltasche. Also, die brauchen wir immer. So muss es immer ausschauen. Und die Breite, die da das Papier hat, diese Breite, die muss gleich sein wie da die Höhe. Das heißt, die Falzlinie, die wir da einziehen, die wir dann auch da oben einziehen, von oben nach unten gemessen und da, also immer von außen nach innen gemessen, die muss genau gleich sein wie da der Abstand zwischen den Falzlinien. Also in unserem Fall waren das da 3,5, alle 3,5 haben wir da gefalzt und dann war es darauf, zu dieser Falzlinie natürlich auch 3,5. Ergo, heißt es jetzt, dass wenn wir hergehen zum Beispiel und sagen, okay, wir haben jetzt aber eine Verpackung, wir wollen jetzt da was Größeres reingeben und hätten gern, dass die Seitenlänge nicht 3,5 hat, sondern 4 cm. Was im Übersentimeter von da nach da und dementsprechend braucht man auch von da nach da 4 cm. Und da unten natürlich auch, ne? Klar. Dementsprechend wäre unser Papier dann in dem Fall 4, 4, 4 und 1. Da braucht man 8, 16, 17 cm in der Länge. Und in der Breite hängt es jetzt davon ab. Da braucht man 4 und 4, klarerweise. Und diese Länge, die ist komplett variabel. Das heißt, da hängt es jetzt einfach davon ab, möchten Sie gern eine Kleinigkeit rein, da etwas, was quadratisch ist. Wenn es quadratisch ist, dann macht es da einfach auch 4 cm. Weil dann habt ihr wie eine Würfelform. Wenn aber das da drinnen länger sein soll, weil zum Beispiel der Ton ist schon wieder weg, das darf es nicht geben. Ich erkläre das alles dann am Samstag nur mehr genau, gell? Aber angenommen, das Ding, was da jetzt drinnen eine verpackt wird, hat eine Länge von Hausnummer 6 cm. Okay, einmal alle bitte aktualisieren. Bitte einmal alle aktualisieren. Und dann gibt es mir bitte Bescheid, ob Bild und Ton wieder passt. Ton und Bild gut. Nach dem Aktualisieren geht es wieder. Sehr gut. Bin ich froh. Ich weiß nicht warum. Also bei mir scheint alles gut zu gehen. Keine Ahnung, wo es hängt. Alles perfekt. Okay. Ton okay. Alles wieder da. Super. Gut. Also, wir gehen jetzt davon aus, dass das Ding, was wir verpacken wollen, zum Beispiel 6 cm in der Länge haben, gell? Also 6 cm in der Länge hat und 4 cm in der Breite. Dann baut man einfach da die 6 cm rein, nicht? Dann habt ihr 4, 6 und 4, dann war es 14 cm mal 17. Also ich glaube, soweit glaube ich, ist das klar, oder? Wenn wir jetzt hergehen und sagen, okay, nur als drittes Beispiel, ich habe jetzt Hausnummer, ich möchte jetzt ein Parfüm verpacken.
in dieser Verpackung. Und das Parfüm hat eine Höhe von 12 cm und hat eine Breite von 4 cm. Dann möchte ich, dass da drinnen ein bisschen Luft ist. Ich brauche dann 4,5 mal 12,5, weil das soll ja nicht ganz geknautscht da drauf sein. Dann wäre unsere Verpackung praktisch so, müsste man so berechnen, dass man 4,5, alle 4,5 die Falzlinie zieht. 4,5, 4,5. Einen Zentimeter bitte Klebelasche, immer ganz wichtig. Und da herunter hätten wir dann natürlich auch wieder die 4,5. Und von unten herauf hätten wir auch die 4,5. Und da drinnen haben wir gesagt, braucht man 12,5, also waren das die 12,5. Und wenn man es jetzt zusammenrechnet, dann ist man da auf 9, auf 21,5 war dann die Breite vom Papier sozusagen. Und die Länge wäre dann 16, 17, 18, 19 Zentimeter. Klar, oder? Hat dazu irgendjemand Fragen? Irgendjemand, der dem noch nicht klar ist, wie er das berechnen kann? Oder ist das für jeden ganz logisch und schlüssig erklärt? Ich sage euch was, macht euch Skizzen. Skizzen sind das A und O. Wenn man eine Skizze macht, dann ist alles klar. Dann hat man auch keine Papierverluste. Das funktioniert einfach total gut. Alles logisch. Super, freut mich sehr. Cool. Ja, Mädels, dann können Sie ab sofort Zuckerlein basteln in jeder Art und Weise. Größe, Breite, dicke, dünne. Wie auch immer sie gerade lustig sind. Ah, siehst du, Christine Schuch hat es gerade ohne Löcher gemacht und gefällt dir sogar noch besser. Kann ich mir gut vorstellen, Christine. Ich hätte es vielleicht einmal probieren müssen, aber auf die Idee bin ich jetzt aufs Erste nicht gekommen. Ah, nett. Mei, wie nett. Die Prinzessin gerade war toll, aber viel zu kurz. Wie süß. Ja, heute waren wir schnell. Heute haben wir nur eine Dreiviertelstunde gebraucht. Die Ute sagt auch gerade, sie weiß nicht, wozu die Löcher sind. Ute, ich weiß es auch nicht. Jeder bastelt die Goodies immer mit Löchern. Aber eben, die Bianca hat gerade vorhin erzählt, man braucht sie eigentlich gar nicht machen. Dementsprechend werden wir sie in Zukunft nicht mehr machen, die Löcher. Ich mache es dann am Samstag nicht mehr. Ich werde dann am Samstag die Goodies ohne Löcher machen. Für die Ratzfatz, Anleitung sozusagen. Nicht? Die dann praktisch ist, wenn man sich einmal daran erinnern muss, wie ist das nochmal gegangen. Dann braucht ihr euch nicht das lange Live anschauen, dann schaut das Ratzfatz-Video, dann geht das total gut. Okay. Total nett. Im Übrigen, ich wollte ja eigentlich mit euch heute noch eine Tour machen, aber diese Tour, die ich mir da vorgestellt habe, die müssen wir verschieben. Da gibt es leider ein technisches Problem und dieses technische Problem muss zuerst gelöst werden. Und wenn das gelöst ist, dann machen wir auch diese Tour, ich schätze mal am Donnerstag. Also meine kleine Überraschung wird jetzt am Donnerstag stattfinden. Ich hoffe zumindest, dass das so klappt. Gut, schön, ihr Lieben. In dem Fall war es das von mir für heute. Bitte, bitte nochmal dran denken, wer überlegt, ob er Demo werden will. Es ist jetzt im September wirklich die allerbeste Zeit, sich als Stampin' Up! Demo einzuschreiben. Also für den Moment, weil man kriegt zwei Stempelset obendrauf. Und wer zu mir kommt, kommt in ein echt mega, mega lässiges Team und hat halt mich als Teammama, wenn man das möchte. Und ja, ich freue mich natürlich über jeden Neuzugang, ist ja klar. Und heute ganz besonders über die Kundula. Schön. Ist alles. Ach, und die Big Shot, denkt dran. Ab heute gibt es unsere schöne Stanzmaschine. Unser wunderschönes Teil gibt es seit heute. Wer auch immer das gerne noch haben möchte, bei mir geht dann in etwa einer guten halben Stunde wird bei mir nur eine Bestellung rausgehen. Wer sich da noch anschließen möchte, schreibt es kurz, Mädels. Das geht jetzt noch. Noch geht's. Gut, jetzt aber. Jetzt bin ich dahin. Alles, alles, alles Liebe, ihr Lieben. Macht es gut und wir sehen uns Donnerstag. Donnerstag, 20 Uhr, gell? Ach, die Claudia fragt gerade noch, wann kommt die kleine Stanzmaschine? Claudia, das wird wahrscheinlich dauern bis gegen Ende des Jahres. Das dauert noch ein bisschen. Und die Magnetplatte, schreibt die Jutta gerade, ob ich die schon habe. Ich habe meine schon bestellt.
Die kommt hoffentlich in den nächsten Tagen. Ist seit heute bestellbar. Ich freue mich drauf, Ma, ich freue mich drauf. Ich liebe Magnetplatten. Gut. So, jetzt bin ich aber weg. Ihr Lieben, schönen Abend. Ich bin dahin. Wir sehen uns Donnerstag, 20 Uhr. Alles Liebe. Bis dahin. Tschüss, Baba.